Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eines der bekanntesten Märchen von Hans Christian Andersen. Wenn du keines unserer Märchen mehr verpassen willst, dann klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Die Prinzessin auf der Erbse. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber überall war etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug, aber ob es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausbringen. Immer war etwas, was nicht so ganz in Ordnung war. Da kam er dann wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch so gern eine wirkliche Prinzessin haben. Eines Abends zog ein schreckliches Gewitter auf. Es blitzte und donnerte, der Regen strömte herunter, es war ganz entsetzlich. Und der alte König ging hin, um es aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die da draußen vor dem Tore stand. Aber oh Gott, wie sah die von dem Regen und dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter. Es lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und an den Hacken wieder heraus. Und doch sagte sie, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei. Tja, das werden wir schon erfahren, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie 20 Matratzen und legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdunenbetten obendrauf auf die Matratzen. Da musste nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie geschlafen habe. »Ach, schrecklich schlecht«, sagte die Prinzessin. »Ich habe meine Augen fast die ganze Nacht nicht geschlossen. Gott weiß, was da im Bette gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so dass ich ganz braun und blau über meinen ganzen Körper bin. Es ist entsetzlich.« Nun sahen sie ein, dass es eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch die 20 Matratzen und die 20 Eiderdunenbetten hindurch die Erbse verspürt hatte. So empfindlich konnte niemand sein als eine wirkliche Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wusste er, dass er eine wirkliche Prinzessin besitze. Und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn niemand sie gestohlen hat. Sieh, das war eine wahre Geschichte. Das war das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst. Und wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.